wie man dem toten Hasen die Vergangenheitsbewältigung erklärt. Weil Beuys Geburtstag hat, gibt es jetzt ein Diagramm. Die hat er nämlich auch immer gerne gezeichnet, wenn es etwas Kompliziertes zu erklären gab. Hier werde ich jetzt erklären, wozu Beuys heute zu gebrauchen ist. Für die Vergangenheitsbewältigung. Vergangenheitsbewältigung ist das, wenn Deutsche über sich selbst reden und darüber, wie schwierig es für sie ist, dass sie eine Vergangenheit mit sich herumschleppen, auf die sie nicht stolz sein können. Deswegen muss die Vergangenheit in einem nationalen Selbstgespräch bewältigt werden. Und zwar auf so eine Weise, dass man statt auf die Vergangenheit, auf die Bewältigung ihrer stolz sein kann. Beuys hatte und hat Anteil an dieser spezifischen Form der Bewältigung. Als kritischer Künstler, der den altbackenden Nachkriegsdeutschen gelehrt hat, was Demokratie ist, was Umweltschutz, was Frieden und was Kunst ist. Er war in dieser Hinsicht Vorreiter. Das ist das deutsche Wort für Avantgarde. Stellen wir uns die Deutschen also als eine Linie zwischen zwei Punkten vor. Das ist der Abstand zwischen dem Naziregime und heute. Die Linie beschreibt die Kontinuität in der Zeit. Am Anfang also entweder Nazis und am Ende das aufgeklärte kritische Deutschland von heute, das den 100. Geburtstag von Beuys feiert. In der Mitte dieser Linie sind die unkritischen, zurückgebliebenen Deutschen. Die sind von gestern. Wir notieren AD für das alte Deutschland, ND für das neue Deutschland. Weil man aber nicht mehr verleugnen kann, dass es die alten Deutschen immer noch gibt, man aber nichts mit ihnen zu tun haben möchte, macht man einen großen Bogen um sie, wenn man sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Dafür muss man einen Umweg machen, denn der direkte Weg ist ja versperrt. Und jetzt kommt der wichtigste Trick. Was passiert, wenn man sich mit einer aufgeklärten und kritischen Geisteshaltung im großen Bogen in die Nazizeit zurückkatapultiert? Diese Nähe ist erst einmal unheimlich. Man fühlt sich fremd. Man hätte das nicht ausgehalten, sich versteckt, vielleicht sogar protestiert und würde verfolgt. Hat nicht Dings letztens erzählt, dass der Opa von so und so auch eigentlich schon auch eher vielleicht ein Nazi-Gegner war? Waren nicht alle irgendwie Opfer? Opfer der Umstände, Opfer der Verführer, des Krieges, Opfer der Bomben? Das psychische Resultat ist jetzt, dass sich das Koordinatensystem ein klein wenig verschoben hat. Hier die Täter, N, hier die Opfer, O. Man stellt sich vor, Opfer zu sein. Das ist die entlastende Lösung für das quälende Problem, dass die Nähe, die eigene Herkunft, nicht verdrängt werden kann und zugleich relativiert werden muss. Hier findet also statt, was in der Psychoanalyse Spaltung heißt. Das Gute wird gerettet, indem das Böse abgespalten wird. Die Ambivalenz ist jetzt in einen Antagonismus aufgelöst. Das Böse verfolgt einen, aber man hält es in Schach. An der Verfolgung zeigt sich gerade nun, dass man das Gute besitzt. Jetzt gibt es für diese innerdeutsche Bewältigungsfantasie nur ein Problem. Es gab ja wirkliche Opfer, die verfolgt und ermordet wurden. Und die zeigen immer, dass es den Unterschied gibt, Opfer geworden zu sein und sich als Opfer zu imaginieren. Um diesen Unterschied zu markieren, bekommt das O der imaginären Opfer ein kleines I. Der Punkt der tatsächlichen Opfer liegt nun aus einem Grund auf dem großen Bogen. Diejenigen, die sich als Opfer imaginieren, brauchen sie für ihre Fantasien. Sie borgen sich, was sie brauchen, damit der Sprung nach vorne, zurück ins gute Deutschland, gelingt. Wo ist Beuys? Beuys ist seiner Zeit voraus, der ist schon hier. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, die Erfolgsgeschichte 100 Jahre Beuys zu erzählen. Zuerst einmal gilt es, die Identifikation mit dem unschuldigen Deutschland zu explizieren. Dann
zieht man die gleiche Linie von Beuys aus. Und damit ist dann auch klar, was die beiden verbindet, und es ergibt sich ein schönes, stabiles Dreieck einer glücklichen Beziehung und einer gemeinsamen Geschichte: Demokratie, Frieden und Ökologie. Das Dreieck steht damit auch im Abstand zu den Nazis und den piefigen Deutschen. Eine psychisch entlastende, sehr eigenständige Konstruktion. Und jetzt fällt noch etwas ein, was ganz vergessen war. Die Alliierten, die den Nationalsozialismus militärisch besiegt haben, die sind außerhalb des großen Bogens, denn die erinnern die Deutschen immer daran, dass sich der deutsche Widerstand gegen die Nazis an zwei Händen abzählen ließ und dass die Deutschen bis zum letzten Meter gekämpft haben, sodass Deutschland komplett besetzt wurde. Das ist in diesen Bogen schwer zu integrieren. Jetzt kann man hier aber einmal das Kriegsende einzeichnen und erhält zwei Flächen, die Vorkriegs- und die Nachkriegszeit oder genauer den Nationalsozialismus und die postnazistische Gesellschaft. Es bleibt etwas Unheimliches. An die Sphäre der Alliierten und des Widerstands, die etwas Gemeinsames mit den Opfern des Nationalsozialismus hat, kommt man nicht heran. Die westlichen Demokratien, die man überfallen hat und daran erinnern, dass sie es waren, die die Demokratie durch Besatzung brachten, die den Frieden durch Krieg brachten. Hier spuken auch die Opfer, die Restitution wollen, vielleicht sogar Rache, die Ressentiments haben und misstrauisch sind, wie es um die Vergangenheit in Deutschland bestellt ist. Und an dieser Stelle der deutschen Psychogeographie ist auch der Staat Israel zu finden. Von der Spaltung hieß es, das Gute wurde gerettet, indem das Böse abgespalten wurde. Die Ambivalenz ist in einen Antagonismus aufgelöst. Die Nazis verfolgen einen, aber man hält sie in Schach. Das zeigt sich nun auch auf der Linie der Kontinuität. Die Deutschen von gestern, ach, diese Bedrohung ist einfach zu kappen. Die Gratifikation, die man aus ihr zieht, ist offensichtlich. Doch wo sind eigentlich die Nazis von heute? Die schleichen hier unten durch die Geschichte, durch den Nährboden, den die piefigen Deutschen bereitet haben. Sie bedrohen die gute Sache von unten. Jetzt gibt es noch einen Trick, mit der Sphäre der Alliierten und der bedrohlichen Opfer fertig zu werden. Die Sowjetunion gibt es ja zum Glück nicht mehr. Deutschland ist glücklich vereint, man kann sich den Westen vorknöpfen. Haben die Alliierten den Westen, des Westens, sich in ihrer Vergangenheit nicht auch einiges zu Schulden kommen lassen? Eine Vergangenheit, die sie, genau wie das alte Deutschland, noch nicht bewältigt haben? So lässt sich hier eine Linie herunterziehen, die den Punkt AD schneidet. Die Vergangenheit der großen Kolonialmächte und ihr Rassismus. Hier stellt sich jetzt auf einmal das Gefühl ein, die westlichen Staaten hätten auf eine Art Anteil am Aufkommen des Nationalsozialismus gehabt. Und war die Besatzung Deutschlands nach dem Krieg nicht auch eine Form von Kolonialismus? Und haben die Israelis denn nichts aus der Geschichte gelernt? Sind sie nicht eine Bedrohung für den Weltfrieden? Und klingt nicht auch schon im Verdacht, die Deutschen wären noch verstrickt in die Schuld, verstrickt durch das Erbe, den Reichtum, irgendetwas Bedrohliches mit? Nutzen mich die Opfer aus? Wollen sie uns moralisch erpressen? Gegen all diese Bedrohungen, die die Spaltung in der Fantasie hervorbringen, aber zeigt sich dieses Dreieck als stabile Figur. Doch genug von diesen Dingen. Sie haben ja mit der eigentlichen Sache gar nichts zu tun. Es gibt etwas zu feiern. Das Dreieck ist nicht nur eine stabile, sondern zugleich auch eine dynamische Konstruktion, eine Figur der kreativen Entfaltung, die sich aus der Not ergibt, sich neu zu erfinden. Aus dem Trümmerhaufen etwas Neues zu machen, sich zu erweitern, zu gesunden.
Alles, was innerhalb dieses Dreiecks geschieht, ist das, was Beuys mit der Gleichung Kunst gleich Kapital bezeichnet. Das ist zugleich das dynamische Feld des erweiterten Kunstbegriffs, der sich hier in der Zukunft aufspreizt. Das Dreieck selbst umzeichnet das, was Beuys soziale Skulptur nennt. Doch das muss dann in einem nächsten Video erläutert werden.